Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll es heute um Mero gehen, denn der hat einige Songs, die noch nicht veröffentlicht wurden. Wir können uns die auf jeden Fall mal reinziehen, beziehungsweise, ja, ich kann euch eine kleine Hörprobe von jedem Song gönnen. Ich sage euch mal kurz, um welche Songs es sich da handelt. Mero, Jackie, Mermis, Schieß, Schieß, Meine Stimme, Sound für den Hof und Ja, Ja. Das Ganze sind ja 6 Stück an der Zahl, 6 Songs, die nicht veröffentlicht wurden, die aber irgendwie an die Öffentlichkeit geraten sind. Keine Ahnung, es werden ja sowieso von den meisten alle Songs geleakt. Ja, auf jeden Fall, diesen Donnerstag, 23.59 kommt auf jeden Fall eine neue Single von ihm, Mein Kopf. Wie gesagt, und dann würde ich sagen, gönnen wir uns die ein oder andere Hörprobe von seinen Leaks auf jeden Fall noch. So, Freunde, aber bevor wir zum hauptsächlichen Teil des Videos kommen, möchte ich euch ein Produkt vorstellen. Deswegen wird im Video jetzt auch Werbung eingeblendet, denn ich möchte euch eine ultimative Überwachungs-App für eure Kinder, für Kindersicherung vorstellen. Das Ganze ist aber auch anwendbar auf eure Freundin oder auf euren... Mit dieser App ist eine Fernüberwachung möglich, um Online-Aktivitäten in jeglicher Art zu überwachen. Das Ganze ist auf WhatsApp, Snapchat, Facebook, auf alles Mögliche anwendbar. Das Ganze, was ihr dafür haben müsst, ist, ihr müsst auf jeden Fall mal Zugriff auf das zu überwachende Smartphone haben, denn ihr müsst die App auch dort installieren, sowie auf eurem Handy, um dann alles zu kontrollieren. Speziell entwickelt ist die App für Eltern, die kontrollieren möchten, was ihre Kinder so im Internet alles treiben. Damit könnt ihr auch Anrufe, SMS, GPS-Tracking und weitere Funktionen nutzen. Das Ganze ist kompatibel mit Android sowie mit iOS. Außerdem bietet die Website einen 24/7 Kundenservice. Sind mittlerweile auch 95% der Kunden zufrieden mit der App. Kurz zu mSpy. Was ist denn genau mSpy? mSpy ist die Nummer 1 Smartphone-Anwendung zur elterlichen Kindersicherung, da die Eltern ganz einfach Textnachrichten, Anrufe sowie SMS-Nachrichten, WhatsApp-Chats sowie die GPS-Überwachung möglich ist. Zudem liegt mSpy die höchste Priorität auf ihre Kundenzufriedenheit und mit 95% sind auch die meisten zufrieden mit der App. Ja, was könnt ihr denn alles mit dieser App machen? Mit dieser App könnt ihr zum einen SMS-Nachrichten ansehen, ihr könnt die Textinhalte eures Kindes überwachen und euer Kind damit vor unangemessenen, gefährlichen Nachrichten schützen. Mit der Hilfe des GPS-Trackers von mSpy ist das Ganze natürlich möglich und damit könnt ihr auch den Wegverlauf eures Kindes des ganzen Tages nachvollziehen. Wie gesagt, könnt ihr mit mSpy auch Messaging-Apps kontrollieren, das heißt WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram, Snapchat sind alle mit dabei, könnt ihr alles mit abhören. Außerdem könnt ihr die Multimedia-Inhalte durchsuchen, sprich die Galerie. Das heißt, ihr könnt jedes Foto, jedes Video über die App auf jeden Fall einsehen. Anrufverwaltung über die App ist natürlich auch möglich. Das heißt, ihr könnt alle ein- und ausgehenden Anrufe. Außerdem könnt ihr über die App direkt Nummern sperren von der ein oder anderen Nummer aus dem Ausland. Ihr seht es immer an der Vorwahl plus 222 oder so, sind Fake- und Abzocking-Anrufe. Diese Nummern könntet ihr über die App direkt... Ja, wenn ich euch von der App überzeugen konnte, schaut mal auf der Webseite vorbei. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie hier, da blende ich das Ganze auch ein. So, das war's dann auch schon mit der Vorstellung der mSpy App. So, Freunde, sorry für die Werbung auf jeden Fall, aber ihr wisst schon, mein Auto zahlt sich auch nicht von allein. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, heute soll es um unveröffentlichte Tracks von Mero gehen. Ja, wer ist Mero? Ihr wisst es alle, seit Ballerlos kennt ihn höchstwahrscheinlich jeder von euch. Er hat ja auch einen unfassbar krassen Hype durchleben können, der mit allen seinen Tracks fast durch die Decke gegangen ist. Sei es Wolke 10, Hobby Hobby, die drei Tracks sind sowieso durch die Decke gegangen. Aber heute soll es um unveröffentlichte Tracks von ihm gehen. Und zwar habe ich da 6 Stück für euch. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Track an. Ich würde euch einfach mal von jedem Track so eine Hörprobe geben. Dann würde ich einfach mal meine Meinung dazu sagen. Also der erste Song, Mero, Jackie. Also das war auf jeden Fall der erste Track, Mero Jackie, die erste Hörprobe von 6 Stück. Mir kommt auf jeden Fall die Melodie sehr, sehr bekannt vor, ich weiß nicht woher, aber
Ich finde es auf jeden Fall ein geiler Track. Den hätte er auch veröffentlichen können. Ich weiß nicht, warum es nicht hat. Eventuell wurden die Songs aussortiert. Ich weiß es auch nicht. Der ein oder andere Songs von denen, die ich vorstelle, sind auch etwas älter. Das merkt ihr dann aber. Der Song würde auf jeden Fall eigentlich klar gehen und ich denke, der würde auch durch die Decke gehen. Ja, Mero ist ein Goldrapper. Das wisst ihr selber. Er ist mittlerweile dreimal Gold gegangen. Beziehungsweise viermal, einmal in Österreich. Mit Baller los, Wolke 10 und Hobby Hobby ist er in Deutschland dreimal Gold gegangen. So, kommen wir aber gleich zum zweiten Track. Ich will nicht so viel rumlabern. Der zweite Track heißt Memo Mermis. Und ja, wie gesagt, ist auch ein unveröffentlichter Track. Und ich würde mal sagen, wir hören einfach gleich mal rein. Es gibt Mermis, Mero kommt und fällt die Szene. Kriegst Befehle, wenn ich rette, spucke Spaß aus deiner Seele. Ich wähle und gebe die Stimme von mir zum Beat. Auf der Street gibt's viel zu... An sich ein sehr, sehr geiles Lied, okay? Aber ihr hört es schon vom Song. Der Song ist auf jeden Fall etwas älter, von 2016 oder so. Ich finde, man hört es daran, so wie der Beat, so wie das Lied abgemischt ist. Also man hört es und der Beat, der ist auch nicht... Also der Beat gefällt mir nicht, der Bass-Einschlag und so. Meiner Meinung nach hörst du einfach raus, dass der Track ein bisschen älter ist. Ihr wisst, wie sich ältere Songs anhören. Ja, zum Lied, übertrieben geil, also feiere ich, finde ich, ist ein gelungener Song, okay. Höchstwahrscheinlich ist, keine Ahnung, Xatar oder so durch so einen Song auf ihn aufmerksam geworden, ich weiß es nicht. Aber kann schon gut sein, da der Track ja auch um einiges älter ist. Außerdem hat Mero bereits auf Instagram über 2,4 Millionen Follower und das Ganze innerhalb eines Jahres oder so. Das ist schon sehr, sehr stark. Und mit der letzten Single Mein Kopf hat er auch schon die ein oder andere Szene hier sehr, sehr provoziert. Denn mit dem Spruch, du siehst ja meine Klicks, hat er auch auf jeden Fall die ein oder anderen sehr, sehr provoziert. Ja, aber fackeln wir nicht länger dran rum. Kommen wir auch direkt schon zum dritten Track. Und das Ganze ist Mero Schieß Schieß. Ja, das Ganze ist auch ein älterer Track. Hört man auf jeden Fall raus, finde ich. Und ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir uns einfach mal ein Part davon. Steckt in meinem Blut, komme angebrettet in Paris-Anzug. Bist es ein dicker Bursche, Habu? Wer Blatt haben, da bringt Cash aus Kabul. Und wir kicken mit dem Blues, 16er. Lass dich nicht gleich schon so sehen, hab ich schlafen. Abgefuckt, dicker Bursche ist die Hürde. Wir gehen in Mafia zu 8 bis zum Blut. Nur 3 Sekunden, Handy, bis es selbst in die Jagd blüht. Alles dreht sich schön, die Schäden. Ja, also wie gesagt, das war eine kleine Hörprobe von diesem Song auf jeden Fall. Den feiere ich jetzt nicht so, okay? Ist jetzt nichts Besonderes, okay, der sich krass von der Masse abheben würde. Aber, wie gesagt, es handelt sich hier ja um unveröffentlichte Tracks von ihm. Ja, und Mero kann auf Spotify mittlerweile Millionen von Streams nachweisen. Er hat schon sehr, sehr viel erreicht, sehr, sehr viel erreicht. Und das Ganze in... innerhalb eines Jahres. Wenn wir jetzt mal schauen auf Spotify hier in den beliebten Let's 5, gerade der letzte Track, Mein Kopf, hat schon 4 Millionen Streams. Das ist schon krass, der ist am Freitag erschienen. Wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel Malediven ist ein Track, der nicht so durch die Decke gegangen ist, mit 14 Millionen Streams. Wolke 10 hat 60 Millionen Streams. JJ 26 Millionen und Ola Belir 32 Millionen. Bei dem Track hätte ich sogar mehr erwartet, da der Track auch auf Türkisch ist und ich gedacht hätte, dass das ja in diese Länder überstreut, aber Freunde, ich quatsch nicht länger rum, okay? Kommen wir direkt schon zum vierten Track. Das Ganze heißt Mero, meine Stimme und ja. Du willst mich niederkriegen, kriegst nicht mal einen Fisch nieder, denn ich komme, du hältst dich so sada und aus Pristina und deine Cousins haben ja ausdecken, ich kann es mir sowieso. Also, das war auf jeden Fall die Hörprobe von Meine Stimme. Den Track feiere ich auf jeden Fall, finde ich geil. Ist natürlich ein Song, wo man ein bisschen prahlt, okay. Aber feiere ich. Ja, zu Malediven. Malediven war ein Song, der nicht so durch die Decke gegangen ist. Woran lag das? Ich denke, dadurch, dass kein Musikvideo erschienen ist, hat das Ganze auf jeden Fall ein bisschen drunter gelitten. Aber der Song an sich war jetzt auch nicht so krass, okay?
Und ich glaube, die Melodie kam dem einen oder anderen auch von einem anderen Lied bekannt vor. Eventuell hat es darunter gelitten. Aber Wolke 10 zum Beispiel war auch eine Melodie, die alle gefeiert haben. Wie gesagt, deswegen stehen auch alle anderen Songs für seinen Erfolg. Hat jeder mal einen Song, der nicht so krass durch die Decke geht. Kommen wir zum fünften Track. Das Ganze heißt Sound für den Hof von Mero. Und ich würde mal sagen, wir hören einfach rein. Ja, ja, wuhu, wuhu, hey. Das ist Sound für den Hof. Also wieder eine kleine Hörprobe für euch. Geiler Track eigentlich, auch ein bisschen älter finde ich. Wie gesagt, wieder eine kleine Hörprobe für euch. Der Track hört sich auf jeden Fall etwas älter an, so wie der ja abgemischt ist, okay? Auf jeden Fall, Mero stand ja in der Kritik, beziehungsweise Xatar Klicks gekauft zu haben, okay? Auch generell schwierig zu sagen, es könnte stimmen, es könnte nicht stimmen, ist was dran an einer möglichen Geldwäsche. Ich meine, so könnte man natürlich sein Geld waschen, wenn man hier bezahlt und von Spotify das gewaschene Geld ausbezahlt bekommt und das Ganze für wenig Verlust. Meistens, wenn ihr Geld wäscht, okay, verliert ihr viel, okay, aber dort wäre die Verlustrate relativ gering. Na gut, aber das sind alles Spekulationen, die zwei bestätigen das ja nicht. Ja, bei 2,4 Millionen Follower hat er mittlerweile einen Hype, der so oder so ohne Klicks läuft. Kommen wir aber zum letzten Song, der sechste und letzte Track. Okay, Mero, ja, ja. Das Ganze ist auch ein unveröffentlichter Song, okay? Und ich würde nur sagen, wir gönnen uns ein paar davon. Also, wie gesagt, das war der sechste und letzte Track. Ich hoffe, euch haben die sechs Tracks gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Track ihr am besten fandet oder welchen Track ihr vielleicht schon kanntet. Ich weiß ja nicht woher, aber es kann ja sein. Und in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall, dass es den einen oder anderen Mero-Fan unterhalten hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Peace und bis zum nächsten Video.